Koffer durchleuchten für Jogi Löw und seine Jungs am Donnerstagmorgen am Moskauer Flughafen Vnukovo. Fragen wollten die am Vortag aus der WM Ausgeschiedenen nicht beantworten. Nach dem WM-Aus der Fußballnationalmannschaft herrschte am Tag danach auch in Deutschland vielerorts Ratlosigkeit. Der amtierende Weltmeister, im letzten Gruppenspiel ausgeschieden gegen die Auswahl aus Südkorea. Daheim in Deutschland verwiesen Passanten am Morgen auf die in ihren Augen schwache Leistung des DFB-Teams in den vorangegangenen Gruppen- und Vorbereitungsspielen. War leider nach den ersten zwei Spielen zu erwarten. Irgendwas stimmt da in der Mannschaft nicht. Ich habe mich also natürlich gestern auch geärgert, aber heute ist es vorbei. Ich finde, auch die anderen Spiele waren schlecht und von daher fand ich, war es gerecht und vorhersehbar. Er hätte es eigentlich schon vor 4 Jahren machen sollen, aber es wird jetzt wahrscheinlich auch passieren, dass er zurücktritt, wenn man das so nennen kann, zurücktreten. Titelverteidiger Deutschland war am Mittwoch erstmals bereits in der Vorrunde aus einer Fußball-WM ausgeschieden.